Herzlich willkommen zur bereits zweiten Folge Generationendialog, ein Podcast der Demografieberatung DigiPlus, finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Mein Name ist Francesca Heer und mit mir im Studio meine Co-Host und Projektleitung Alexandra Weilhartner und dieses Mal, wie versprochen, auch schon Mitgast Mario Quaas von der FH Wiener Neustadt. Lieber Mario, du hast Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung studiert, bist mittlerweile Leiter des Masterstudiengangs für Entrepreneurship und Applied Management an der FH Wiener Neustadt und beschäftigst dich im Zuge dessen ganz stark mit dem Thema Purpose-Driven Entrepreneurship, also damit, dass Mitarbeiterinnen innerhalb eines Betriebs ihre unternehmerischen Ideen verfolgen können. Dazu gehören dann auch Themen wie New Work, Ausbildung und Leadership und damit sind wir auch schon mitten in der neuen Folge Jobcrafting. Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir sprechen heute über Jobcrafting, also wie wir unsere Arbeitsplätze ganz gezielt an Mitarbeiterinnen anpassen können. Das Interesse und die Beschäftigung mit generationalen Unterschieden hat in den letzten Jahren stark zugenommen, insbesondere bezogen auf die jüngere Generation, Generation Y und die Älteren, die sogenannten Babyboomerinnen und Babyboomer. Das gilt sowohl für die Forschung, wir merken das aber auch sehr stark in der Beratung. Ein Thema, das wir uns verstärkt vornehmen müssen, ist die Führung und damit verbunden die Bindung älterer Arbeitnehmerinnen. Bisher wurden ältere Arbeitnehmerinnen oft als passive Teilnehmerinnen am Arbeitsmarkt betrachtet. Das ist aufgrund des demografischen Wandels eine sehr fatale Betrachtungsweise. Erkenntnisse aus der Lebensspannungsforschung zeigen aber, dass Menschen nicht passiv auf den Alterungsprozess reagieren, sondern aktiv Maßnahmen ergreifen. Dazu Jobcrafting. Jobcrafting ist eine spezifische Form proaktiven Arbeitsverhaltens, bei der Individuen eigenständig Veränderungen an den Aufgaben oder an den zwischenmenschlichen Aspekten ihrer Arbeit vornehmen können. Es bietet vor allem älteren Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit, ihren Job an interpersonalen Veränderungen anzupassen, ihre Fähigkeiten und Motivationen zur Weiterarbeit zu steigern und die Beschäftigung durch die richtige Anpassung an den Arbeitsplatz zu erhalten. Um den Bogen wiederum zu den jüngeren Arbeitnehmerinnen zu spannen, bietet Jobcrafting einfache und effektive Möglichkeiten, um auf die neuen Anforderungen der Jüngeren zu reagieren und ein Commitment zum Arbeitsplatz zu erzeugen. Lieber Mario, warum hast du begonnen, dich mit Jobcrafting zu beschäftigen? Ja, das Thema hat mich vor 2 Jahren erfasst, als ich eine Lehrveranstaltung an der Fachhochschule konzipiert habe. Seitdem hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen und weil es einerseits hervorragend zu meiner Dissertation passt, also das Thema Purpose-Driven Entrepreneurship, also wie komme ich in eine Sinnerfüllung, und da passt einfach Jobcrafting perfekt dazu. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach auch festgestellt habe, dass viele Unternehmen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Inkubatoren oder Innovation Hubs, und wo aber der eigentliche Aspekt der Mitarbeiter noch ein bisschen, also noch nicht ganz im Vordergrund steht. Und ich finde, dass oft genau um diese Bedürfnisse geht, eben der Mitarbeiter. Und um dies zu vermeiden, ist eigentlich Jobcrafting der beste Weg dazu, Mitarbeiter in mehr Sinnerfüllung zu führen. Vielleicht um das kurz einmal zu erklären, also Jobcrafting hat ja 3 verschiedene Arten, quasi die wir unterscheiden. Das greift natürlich alles immer ineinander. Wir haben einerseits das Taskcrafting, also man schaut sich einfach an, was sind denn die Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen erledigen, was sind die Stärken, die die Mitarbeiterinnen haben. Dann das Relational Crafting, also wie sind da die Beziehungen auch, wer arbeitet mit wem zum Beispiel zusammen, wie werden Teams zusammengesetzt, und dann auch das Cognitive Crafting, also auch welche Leidenschaft ein bisschen zur Tätigkeit steckt dahinter. Die 3 Teile haben eben alle zum Ziel, dass einfach die Personen, also dass sich die Arbeitsplätze besser an die Personen anpassen, sagen wir so. Also dass wir einen Umkehrschluss quasi haben. Das klingt relativ vereinfacht, ist es vielleicht auch, aber wie ist jetzt da die Herangehensweise in der Praxis? Ja, also in der Praxis geht es in erster Linie darum, genau diese Dinge sichtbar zu machen, also speziell in Bezug auf die Stärken, also das Taskcrafting, auch die Leidenschaften, also das Cognitive Crafting und auch die Beziehungen untereinander, unter den Mitarbeitern,
Oft stelle ich fest, dass beispielsweise Menschen ihre eigenen Stärken noch gar nicht kennen und beziehungsweise entdeckt haben und sich daher etwas schwer tun, die richtigen Veränderungen durchzuführen. Ich kenne das an einem Beispiel an mir selbst. Also ich kann mich erinnern, mir wurde bis zu meinem 35. Lebensjahr immer gesagt, ich bin so belehrend, also wenn ich mit Leuten rede. Damals war ich noch nicht in der Lehre, jetzt bin ich in der Lehre und kann sozusagen meiner Leidenschaft, die vorher eigentlich sozusagen immer ein bisschen kritisiert worden ist, viel besser nachgehen. Und so ist das auch in der Praxis. Also es ist irrsinnig schwierig, diese Dinge oft sichtbar zu machen. Da gibt es verschiedene Wege und Mittel, aber genau darum geht es, wenn man eben sozusagen Stärken, Leidenschaften, die das Jobcrafting betrifft und auch die Beziehungen, in der sich Mitarbeiter untereinander befinden oder auch mit unterschiedlichen Stakeholdern, wie gesagt, sichtbar zu machen, um dann eben in weiterer Folge Maßnahmen zu ergreifen. Die können in unterschiedlicher Form stattfinden. Jobcrafting beginnt ja schon mit kleinen Veränderungen. Wir befinden uns ja gerade in einen Arbeitsmarkt, der stark vom Arbeitskräftemangel betroffen ist. Mittlerweile sind ja alle Branchen davon betroffen. Ebenfalls beobachten wir seit Corona Trends wie The Great Resignation oder Quiet Quitting. Also Menschen verlassen ihre bisherigen Arbeitsplätze oder sogar ihre Branchen, in denen sie bisher gearbeitet haben oder arbeiten nur noch das Minimum. Wie wirksam könnte so ein Jobcrafting-Modell sein für einen Betrieb, um hier mit kleinen Anpassungen große Effekte zu erzielen? Ja, danke für die Frage. Extrem wirksam aus meiner Sicht, weil man eben mit Jobcrafting kleine Schritte, subtile Schritte auch machen kann. Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir einfach Angst haben vor Veränderungen. Das entspricht ja nicht nur Mitarbeitern, sondern es haben ja auch genauso Führungskräfte und Eigentümer. Also es wird ja alles von Menschen gemacht. Und wir haben einfach Angst vor diesen Dingen. Deswegen ist Jobcrafting aus meiner Sicht aktuell der beste Weg, dem entgegenzutreten, ein bisschen, also dem Quiet Quitting und Great Resignation, weil man eben mit kleinen Schritten vorwärts kommt und aus der Perspektive einfach nur positiv zu sehen. Gibt es da aus der Praxis oder auch aus der Forschung Erkenntnisse deinerseits, die wir gerne den Betrieben und auch den Interessierten weitergeben möchten? Also Forschungsergebnisse gibt es in dem Sinn noch sehr wenige, weil eben in dem Bereich noch nicht so viel geforscht wird. Deswegen haben wir an der Fachhochschule ein Forschungsprojekt auch initiiert, wo es genau darum geht, diese Dinge zu messen. Es gibt bereits einige Skalen und Items, also Fragebögen, um das auszuwerten, um dann auch konkrete Maßnahmen zu treffen. Also arbeiten ja schon mit einigen Partnern in Niederösterreich zusammen. Es wird auch von der Arbeiterkammer Niederösterreich finanziert. Und ja. Wer da auch Interesse hat, kann sich auch gerne an uns wenden, weil wir da immer noch Partner suchen, um sozusagen Jobcrafting auch mehr Kraft zu geben und auch mehr mit der Wissenschaft zu unterlegen einfach. Ja, vielen Dank für das Angebot. Ich denke, das stößt auf reges Interesse. Wie schwer ist es denn für die Führungskräfte, zu diesem Schritt zu kommen, also zu einer Kultur des Jobcraftings und dann auch zu einer Implementierung? Naja. Es geht hauptsächlich darum, wie die Kultur momentan auch im Unternehmen gelebt wird. Also wie schon vorher erwähnt, also Führungskräfte haben ja grundsätzlich genauso auf eine gewisse Art und Weise Angst vor Veränderungen und diese Dinge. Bei Jobcrafting geht es vor allem auch darum, dass der Mitarbeiter selbst an dem arbeitet. Es gibt einen Top-Down-Ansatz, der von oben kommt. Also kann man Dinge bereitstellen, wie kann man Verbindungen stärken. Hauptsächlich geht es aber darum, dass das eher ein Bottom-Up-Ansatz ist. Das heißt, Mitarbeiter beginnen diesen Schritt, überlegen sich, wie könnte ich meinen Job oder meine Tätigkeit so verändern, dass ich mehr in eine Sinnerfüllung komme. Und das ist ein bisschen auch losgelöst von der Führungskraft. Deswegen kann man Führungskräfte auch nur ermutigen dazu, den Mitarbeitern viel mehr Vertrauen zu schenken, dass sie auch die Ziele, die das Unternehmen hat und die Visionen und auch die Mission weitertragen und auch verfolgen. Wir haben das eben beim letzten Mal schon kurz angesprochen, in der letzten Folge eigentlich so diese Partizipation einfach als Führungskraft, also wie man wirklich eine Kultur schafft und auch natürlich den richtigen Raum gibt als Führungskraft, damit dann auch die Mitarbeiter entsprechend sich einbringen können. Raum und Vertrauen, vor allem Vertrauen ist wichtig. Also da merke ich, dass da ein großer Hebel ist, dass wenn ich den Mitarbeitern auch die Möglichkeit gebe, vertrauensvoll, also einen Vertrauensvorschuss gebe, dann passieren einfach wunderbare Dinge und deswegen ist ja jede Führungskraft nur angehalten dazu, das zu fördern einfach und Jobcrafting möglich zu machen.
Also ich habe aber schon in dem Bereich immer wieder den Eindruck, oder zumindest kommt es sehr oft das Gegenargument, auch wenn ich Personen in meinem Umfeld davon erzähle, dass man glaubt, okay, dass aber gewisse Branchen davon ausgenommen sind. Beispielsweise Baubranche fällt da ganz oft oder Gastronomie und Hotellerie, was heißt, aber wie kann ich irgendwie meine Aufgaben denn anders anpassen? Oder das geht vielleicht höchstens nur mit Management-Positionen. Du hast sehr viel Erfahrung, Mario, bereits in der Industrie. Du hast sehr viele Jahre in der Industrie gearbeitet, beschäftigst dich aber auch mit der Startup-Beratung, was eigentlich zwei sehr konträre Richtungen sind, möglicherweise. Wie viel Jobcrafting ist denn beispielsweise in der Produktion möglich? Ja, das ist eine gute Frage und für die bin ich auch sehr dankbar, weil ich erinnere mich noch ein bisschen an mein Studium zurück, weil da ist das Thema agile Organisationen und agile Arbeitsformen gerade so en vogue gewesen. Und ich war damals Geschäftsführer von einem Industriebetrieb und ich habe mir gedacht, okay, das ist in der Theorie alles gut und in der Startup-Welt sicher super umzusetzen, nur bei uns keine Chance. War aber nicht so heute, weiß man, dass selbst agile Formen in Produktionsbetrieben Einzug halten und dass da einfach vieles passiert und auch vieles gut passiert. Und genauso sehe ich das mit Jobcrafting. Bei Jobcrafting geht es ja im Grunde genommen, wie schon vorher angesprochen, um Stärken, Leidenschaften und Beziehungen. Das heißt, in erster Linie geht es darum, auch an der Maschine bei einem Mitarbeiter, wenn der in einem Produktionsbetrieb ist, welche Beziehungen pflegt der, funktioniert das? Da kann eine gute Arbeit, also ein gutes und Übereinkommen unter den Mitarbeitern schon sehr viel bewirken. Weil eines, das ist schon klar, man kann nicht jede Tätigkeit oder jeden Bereich so craften, dass er für jeden so hundertprozentig zufrieden ist und Bodo Jansen, der ist auch eine tolle Empfehlung, die Stille Revolution, der Manager ist, also Hotelmanager von der schwedischen Hotelgruppe Upsalström, und der nimmt zum Beispiel immer einen Kartoffelschäler mit, weil du vorher auch das angesprochen hast in der Gastronomie. Und wenn er in einem Hotel ist, nimmt er sich auch die Zeit, geht zu den Mitarbeitern und schält mit denen Kartoffeln, und ist draufgekommen, dass ein Mitarbeiter im Gespräch eine Leidenschaft hat für Fotografie. So, das hat sich dann so entwickelt, dass dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit gegeben wurde, dass er für die PR-Abteilung innerhalb des Unternehmens Fotos schießt und diese dann sozusagen für Werbezwecke gemacht werden. Der ist zwar weiterhin Koch, aber hat eine Möglichkeit, auch seiner Leidenschaft nachzugehen innerhalb des Unternehmens. Und das ist eigentlich auch gelebtes Jobcrafting. Und das kann man in Produktionsbetrieben und überall. Man muss die Dinge in erster Linie, wie vorhin schon erwähnt, sichtbar machen. Dann hat man auch die Möglichkeit, Dinge konkret und gezielt anzugreifen. Was super ist, oder? Weil so hat man gleich wieder dieses Commitment eigentlich zwischen Betrieb und Mitarbeiterin nun aufgebaut, in einem ganz anderen Level, oft als man es sonst irgendwie nur denken würde. Absolut. Also kann ganz ein anderes Setting haben und ganz andere Richtung nehmen, als man sich das vornimmt. Deswegen ist ja auch Jobcrafting so schön, weil man ja nicht schon im Vorhinein etwas plant, das dann am Ende des Tages vielleicht erreicht oder nicht erreicht wird, sondern Jobcrafting passiert ja sozusagen Schritt für Schritt. Das heißt, Jobcrafting ist ein Prozess. Was möchtest du deinen Führungskräften und den Mitarbeiterinnen mitgeben, so die drei Knackpunkte? Die drei Knackpunkte, naja, also in erster Linie möchte ich den Führungskräften, das ist definitiv ein Plädoyer für Jobcrafting, also möchte ich den Führungskräften unbedingt mitgeben, dass sie sich öffnen und auch mehr Vertrauen den Mitarbeitern schenken. Was das betrifft, vor allem dann, wenn es Probleme gibt, wenn sie spüren, dass da schon irgendwie eine Unruhe im Unternehmen herrscht, eben bezogen auf Great Resignation, Quiet Quitting, da gibt es viele Indizien, wo man das als Führungskraft eigentlich schon sehen kann. Ich würde Führungskräfte auch dahingehend wirklich raten, sich dem Thema auch literarisch anzunehmen. Es gibt mehrere Bücher dazu, wie das vonstatten gehen kann. Und ja, und was ich auch rate, der Zukunft offen und positiv gegenüberzustehen. Denn ich glaube, dass wir mit Corona doch in eine Zeit gekommen sind, die einfach den Mitarbeiter mehr in den Vordergrund stellt, als das vorher war. Und das sehen wir auch mit den Generationen, die auf den Arbeitsmarkt jetzt strömen, also Generation Z, die kann man nicht mehr verbiegen, die will man auch dort nicht mehr, sondern, also die wollen an solchen Positionen auch nicht mehr sitzen, sondern einfach positiv denken und mit Freude in die Zukunft gehen. Ja, super, lieber Mario, vielen, vielen Dank,
dass du da warst. Danke für deine Expertise. Sie merken hoffentlich auch, Jobcrafting, es ist sehr einfach. Viele setzen es vermutlich auch schon um, ohne dass sie es wissen oder ohne dass sie es benennen können. Und gerade diese kleinen Veränderungen haben auf ganz, ganz große Wirkungen. Vielleicht nur mal kurz der Aufruf, wenn Sie möchten, wenn Sie in Niederösterreich sind, vielleicht bitte beim Mario Quas melden. Bitte nehmen Sie teil an der Studie, einfach, dass wir Ergebnisse haben, damit wir wirklich zeigen können, es können Veränderungen möglich sein und die sind auch wissenschaftlich belegt, was natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe, es war für dich spannend bei uns. Absolut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die spannenden Fragen und ich hoffe, ich habe da so etwas dazu beigetragen, das Thema einfach mehr rauszubringen und ja, Dankeschön. Ja. Auf alle Fälle. Also es war für mich wieder extrem spannend und hoffentlich für Sie auch beim Zuhören, egal wo Sie sind. Wir sind eben der kleine Podcast am Weg in die Arbeit oder vielleicht am Weg zurück. Sie können vielleicht schon etwas damit umsetzen, wenn Sie mit dem Team sprechen. Und ja, bleiben Sie dran. Bleiben Sie sehr, sehr gerne mit uns in Kontakt. Es gibt die Demografieberatung DigiPlus auf Social Media, auf LinkedIn und Facebook unter dem Handle @demografieberatungplus.at. Wir sind auf Spotify. Man kann unseren Podcast mittlerweile bewerten. Also wir freuen uns auch über die 5 Sterne, gern auch über Feedback oder wenn Sie Themen haben, über die wir sprechen sollten. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und wir hören uns.